We are back. Ach ja, wieder zurück in altbekannter Besetzung aus mir, dem Sekketek und natürlich dem JME, dem Jens. Guten Abend. Hey ho. Ja, einmal mehr Monday Night Raw Review. Nummer 1086 ist es mittlerweile gewesen und ja, noch knapp 3 Wochen bis zu WrestleMania. So langsam geht's in die heiße Phase. Und so die Theorie. So die Theorie, ja. Und wenn man sich so den Anfang der Show betrachtet und auch den weiteren Verlauf der Show, könnte man meinen, WrestleMania besteht aus einem bis anderthalb Matches, nämlich Daniel Bryan vs. Triple H mit Randy Orton und Batista als Anhängsel. Weil, ich glaube, 3 Segmente, 4 Segmente insgesamt in der ganzen Show mit Matches und schieß mich tot. Wahnsinn, ne? Das Ding ist auch, daraus könnte man auch so ein bisschen, keine Ahnung, so tiefenpsychologisch ein bisschen was deuten, aber da wir keine Psychologen sind. Nur hobbymäßig, aber... Lassen wir das. Also, wie die Nase des Mannes, so sein Ego, oder wie heißt das? Na, keine Ahnung. Ja, aber alles der Reihe nach, würde ich sagen. Genau, denn die Show begann dieses Mal mit Triple H. Der hat verkündet, er möchte das Yes Movement zerschlagen und er hat jetzt die Schnauze voll von dem ganzen Kram und bei WrestleMania werde er alles beenden. Das rief dann Big Dave, wie er immer noch genannt wird, obwohl er mittlerweile der mächtigste der Heavyweights da im Ring ist, zu Werke. Der meinte, was fällt dem Triple H eigentlich ein? Wie kann er es wagen, hier einfach so zu entscheiden, dass Daniel Bryan möglicherweise ins Titelmatch kommt? Randy Orton kam auch noch dazu, war auch nicht gerade amüsiert darüber. Und ja, Triple H wurde dann richtig sauer, weil wie können die beiden nur irgendwie auf den Gedanken kommen, dass Daniel Bryan auch nur den Ansatz einer Chance hätte? Und daraufhin rastete er mehr oder weniger aus und verkündete, dass falls er gegen ihn an den Start gehen, es wird also auf jeden Fall ein Triple Threat Match. Orton und Batista waren ein wenig entsetzt. Batista regte sich fürchterlich auf, drehte sich um und kassierte dann auch noch den RKO. So viel zum Anfangssegment. Ja. Batista war richtig, richtig mies, ne? Der hat sich ja mehrmals verhaspelt, hatte überhaupt keinen Fluss in seiner Promo. Aber ich fand das Segment alles und andere tatsächlich recht unterhaltsam. Ich auch. Ich fand auch Orton hier ja das Segment richtig stark, weil er hatte Bock. Genau. Eindeutig, er hatte Bock. Und vor allen Dingen, das war auch mal der Orton, den ich dann als Heel sehen möchte. Nicht dieses feige Würstchen, ja, was eben mal die Hilfe braucht, sondern sagt, hier, gib mir Daniel Bryan, gib mir ein No-DQ-Match und ich regel das schon. Das ist dann auch der Heel-Orton, den ich sehen möchte. Der selbstbewusst ist, der ein bisschen psychopathisch daherkommt. Ich fand tatsächlich, dass alle drei, man muss was in den letzten Wochen sagen, oder in diesem Jahr, absolut Bestform hatten. Mir hat das Segment irgendwas gegeben. Ich meine, ich gehe einfach im Moment davon aus, dass auch das Hinzufügen dieser Stipulation einfach dazu gedacht ist, um auch wieder die IWC zu trollen und eben auch genau dafür zu sorgen, was jetzt eintritt, zu sagen, oh Gott, jetzt buckt er sich dort rein und ich sehe es schon kommen, Triple H geht als Champion raus. Ich glaube, mittlerweile kann man durchaus sehen, dass mit mehr Macht für Triple H und mehr Sagen für Triple H auch es tatsächlich eingesetzt hat, dass Triple H genau hinhört, was da in den Foren und so passiert und den Leuten genau das, beziehungsweise genau das Gegenteil gibt. Genau mit diesen Erwartungen und genau mit diesen, ich weiß nicht, ob man es in diesem Zusammenhang mit Ängsten oder von Ängsten reden kann, genau damit spielt. Und das war wieder hier bestens zu erkennen. Und wie Triple H dann, ne, wenn ich auch ausgerastet ist und so. Vor allem, man kann über ihn sagen, wie man will, aber er spielt seine Rolle gut. Ja, also im Gegensatz zu Vince McMahon, der ja wirklich in seinem eigenen Universum lebt und halt einen Scheiß darauf gibt, was jetzt irgendwo andere Leute über das Produkt oder so sagen. Das ist ja immer diese Pseudo-Realität, die wir auch oft anprangern, aber hier hat es halt relativ gut gepasst, dass man diese aktuellen ja Einflüsse da eingebunden hat. Auch diese Shoot gegen Batista sozusagen als Wannabe-Hollywood-Star, wie er von den Fans ja mittlerweile so ein bisschen wahrgenommen wird.
Randy Orton als schwacher Champion, den er an der Hand führen muss, damit er auch den Titel behalten kann. Das sind ja genau die Sachen, die jetzt eigentlich im Internet schon seit Monaten angeprangert werden. Und das greift man hier, hat man es in dieser Form wirklich sehr gut aufgegriffen. Und sich dann selber dort wirklich in das Match zu bucken und genau zu wissen, jetzt kommt der Aufschrei, oh Gott. Ich meine, man muss immer sehen, inwiefern, wenn er jetzt, er geht garantiert davon aus, dass egal wie die Leute sich aufregen und egal wie er die Leute anpisst, die Leute kaufen sich trotzdem den Pay-Per-View. Und ja, so bringt halt er halt nochmal Spannung rein. Ja. Und die Sache ist halt in meinen Augen die, es ist ein kluger Schachzug, weil vorher war für jeden eigentlich klar, Daniel Bryan wird dieses Match auf jeden Fall gewinnen. Ja, aber jetzt immer noch klar. Ja, aber nicht bei jedem. Jetzt kommen natürlich diese Befürchtungen hoch. Man sollte es halt nicht hundertprozentig ausschließen, aber vor allen Dingen, weil ja immer dieses Ego von Hunter, ich will das Ego jetzt gar nicht irgendwie kleiner machen, als es ist, weil alleine schon sein großer Fokus in den Shows spricht da eine deutliche Sprache. Nur halte ich ihn, ich hoffe es, also wenn es bei WrestleMania anders kommt, nehme ich alles zurück, aber ich halte ihn mittlerweile für klug genug, dass er weiß, dass Daniel Bryan das Match klar gewinnen muss gegen ihn und dann auch den Titel holen muss. Die Frage ist, also das ist das Einzige, wo ich noch, also ich bin mir im allerschlechtesten Fall, im allerschlechtesten Fall, endet das Match irgendwie in einem Draw oder irgendwie so ein Kram und beide, und es wird dann in Four-Way-Draws und dann holt sich Batista den Titel. Das war wirklich das Worst-Case-Szenario, was ich mir noch vorstellen könnte, weil man Batista den Titel versprochen hat und weil man ein Four-Way machen will. Das wäre wirklich das Schlimmste, was ich mir im Moment noch ausmalen könnte. Ich schließe aber aus, dass Triple H das Ding gewinnt und dass wir im Main-Event Triple H gegen Batista und gegen Orton, Batista gegen Orton sehen. Das wird wahrscheinlich ein Riot verursachen. Ja. Was ich jetzt noch eventuell mir vorstellen könnte, weil ja auch so stark darauf hingewiesen wurde, dass der Champion nicht gepinnt werden muss, um den Titel zu verlieren, oder dass Batista nicht gepinnt werden muss, um den Titel nicht zu gewinnen, fände ich ein Elimination-Match dann noch relativ interessant. Wäre in Ordnung. Ich meine, ja. Weil es dann halt auch noch das Match ein bisschen aufwerten würde, weil es dann wirklich keiner mehr sagen könnte, ich wurde betrogen hier oder da. Aber man nimmt sich dann halt auch dann immer gleich eine Option für alles, was nach WrestleMania passiert. Das ist weil die logische wahr. Konsequenz ist ja dann immer Rematch und dann gegen denjenigen, der nicht gepinnt wurde. Ja, aber wer möchte da noch ein Rematch sehen? Das wird kommen, da bin ich mir sicher. Weil ich glaube, ich gehe davon aus, dass Bryan diesmal Orton pinnt. Und dieses Mal? Dann, ja. Der hat schon oft Orton gepinnt. Ja, aber um Titel nicht. Ja, doch, um Titel auch einmal. Aber weißt du, wie ich es meine. Genau. Und dass es dann hinausläuft in den nächsten Monaten oder vielleicht tatsächlich erst beim SummerSlam Batista gegen Bryan. Ja. Sagt mir so ein bisschen die Tendenz und ich weiß nicht, ob ich ein Elimination-Match besser finden würde, weil, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich glaube, es würde keinen Unterschied machen. Vielleicht wäre es tatsächlich ganz nett. Ich finde es irgendwie halt passend, wenn Batze, ich weiß, man kann es ja auch irgendwie anders buchen, dass er, wie er eliminiert wird. Ob es jetzt durch Orton und Bryan dann wäre, oder durch Hunter, weil er ihn angepisst hat, irgendwie. Ja. Aber ich fände so einen finalen Showdown zwischen Orton und Bryan dann halt im Main Event nach der Vorgeschichte jetzt seit dem SummerSlam passender. Batze passt da für mich dann halt auch nicht rein. Und wirkt dann halt irgendwie wie der Fremdkörper. Aber gut. Dann gehen wir weiter. Ja. Gut. Backstage, Rene Young mit Batze, der einem erstmal erklärt, ja, es war ein Fehler zurückzukommen. Da dachten schon alle, oh, er haut jetzt für den Rest der Show ab, aber dem war nicht so. Ja, und dann kam dann doch noch das erste Match des Abends, ein Non-Title-Tag-Team-Match. Und die Real Americans gewannen gegen die Usos nach dem Neutralizer von Cesaro. Gutes Teamwork der Real Americans, keine Streitereien. Swagger hat sich sogar geopfert, um Cesaro den Sieg zu ermöglichen. Ja, das dürfte sehr interessant sein, zumal man bei der Pre-Show wieder Spannung aufgezeigt hat, bei der Pre-Show, die wohl kaum ein Schwein sieht. Plant man den Split dann doch erst bei WrestleMania, indem man die Real American Tag Team Title guckt? Ja, irgendwie sowas. Vielleicht hat man jetzt rausgefunden, dass Road Talk, der ja glaube gar nicht diesmal da war, ja, deswegen dann doch bis WrestleMania nicht fit wird, dass man jetzt schnell eine Alternative sucht. Ich weiß es nicht genau, aber um ganz ehrlich zu sein, interessiert mich hier eigentlich eben nur Cesaro und für Cesaro wäre es irgendwie so ein Einzelmatch besser als hier so ein Take-Team-Match, weil irgendwie, keine Ahnung, die Take-Team-Szene hat sich für mich, also die richtige Take-Team gerade ein bisschen
bisschen totgefahren. Auch das Match, auch wenn das war nicht schlecht. Ich fand's gut. Gleich dazu sagen, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich vor Spannung zerberste, drauf zu warten, was jetzt da als nächstes passiert. Es ist mir egal, aber es sind halt schön. Im Moment einfach nur Matches. Es gibt keine Fehde, es gibt keine Storyline. Es sind was nur mir Matches. Aufgefallen ist wieder, einmal in der Woche muss man ja haben, warum Wrestling eigentlich lächerlich ist. Gegen Ende hin war es doch, dass Vega mehr oder weniger Anlauf nahm auf einen der Usos. Und dass der Spot eben halt so sein sollte, dass der Uso ausweicht und Swagger übers oberste Seil geht. So war es geplant. Ja, man sollte sich das einfach mal angucken, wie scheiße das aussieht. Man hat von Anfang an gesehen, dass Swagger nur ein Ziel hatte und das war, aus dem Ring zu fallen. Er rennt auf den Uso zu, rennt eigentlich quasi schon, der Uso hätte gar nicht weggehen müssen, an dem Uso vorbei. Und Swagger hat gar nicht angedeutet, irgendeine Aktion zeigen zu wollen, sondern er lief einfach drauf zu und er lief dann aufs Seil und fiel raus. Und da dachte ich mir wieder so, sollte es nicht dann wenigstens so aussehen, als wenn irgendeine Aktion folgen sollte und dass derjenige nicht einfach nur stupide aufs Seil zuläuft, aber naja, Randnotiz, ansonsten war das Match gut. Gewissen Leuten fehlt halt so die Fähigkeit für die Improvisation. Ja. Vielleicht wäre das auch mal was für das Performance Center. Grundkurse in Improvisationsschauspielerei. Ich glaube, sowas gibt es tatsächlich schon, denn die Schauspieler tatsächlich in diesen geliebten Videos, die es da gab, gab es tatsächlich auch kleine Schauspielszenen, ja. Oh, okay. Dann müssen sie nochmal üben. War noch meistens ziemlich schlecht. Kurz drüber geredet haben. Aber egal. Stimmt. Backstage, Das Finish fand ich auch ganz nett. Ja, war sehr gut gemacht, vor allen Dingen, wie Swagger sich geopfert hat, so praktisch, hey. Wir alles für das Team, we the people, und dann Cesaro mit dem nice Uppercut. Sah schön aus. Ja, Backstage war dann Kane, der die Member des Shields darauf eingeschworen hat, für die Authority alles zu tun, denn sie haben eine Mission bekommen. Und die müsste mit einem vereinigten Shield heute gelöst werden. Ja, Rollins antwortet, dass das Shield immer vereint sei und Kane solle ruhig lesen. Hier war eigentlich wieder ganz deutlich, ich glaube, Wasserhab, der den Bericht angefangen hat, um jetzt mal ein bisschen intern zu, hat hier geschrieben, dass er hat es einfach anders gedeutet und ich wusste aber schon, was kommt, ohne zu wissen, was kommt. In diesem Moment, wenn man genau auf die Wortwahl geachtet hat, also Wasserhab hatte, glaube ich, geschrieben in der Endfassung, die ich da ein bisschen umgeschrieben habe beim Bericht, weil ich den Bericht fertig gemacht habe, hatte Wasserhab geschrieben, dass Rollins sagt, dass Kane sich auf, oder dass Rollins zu Kane sagt, ja, sie werden schon tun, was best für Business ist, und also praktisch, dass Rollins Kane zugesichert hat, dass er auf einer Seite ist, und das war ja nicht der Fall. Rollins hat nur gesagt, dass The Shield vereint ist. Best for Business. Und Reigns hat gesagt, dass er daran glauben kann. Davon, dass er auf der Seite von der Autorität oder von Kane ist, aber nicht nie die Rede. Es war so ein bisschen nicht zwischen den Zeilen lesen. Das Best for Business für The Shield, wie auch immer das aussehen mag. Fand ich tatsächlich ganz nett, eben dann, wie es dann am Ende gelaufen ist. Aber ab diesem Segment dachte ich mir schon, es riecht. Ja, nach Vince McMahon, ne? Ja, eventuell, ja. Eventuell. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Denn jetzt war erstmal Freak Show. Oh Gott. Hornsvogel kam nämlich raus und hat Geschenke zum St. Patty's Day verteilt. Yay! Ein lebender Kobold. Und dann kam... Ja. Also irgendwie war es vielleicht doch besser früher, weil er nicht reden konnte, ne? Storyline. Ja, aber Bad News Barrett kam dann auf seinem Podium hochgefahren und hatte natürlich wieder some Bad News zu verkünden. Und irgendwas mit, die Leute saufen zu viel, sie werden sich übergeben und Dinge machen, die sie ihr Leben lang bereuen. Ja, ich glaube, dafür braucht man keinen St. Patty's Day. Wenn ich mir jetzt die letzte Ring of Honor Shows hier, Raising the Bar, hatte nichts mit Hulk Hogan zu tun übrigens, Night One, wo Matt Taven dann verkündet hat, wenn er heute den World Title gewinnt, dann gibt's Shots für alle! Daraufhin haben die Leute hinterher bei jeder Aktion von Taven Shots geschrien. Auch nach dem Main Event hat die Crowd nur ein Wort gekannt. Shots. Also Alkohol kommt bei den Amerikanern wirklich sehr, sehr gut an. Definitiv, ja. Ja, Christian hat sich dann als Gastkommentator betätigt und es kam zum Match zwischen Sheamus, der mal eben wieder mit Hornswoggle abgeklatscht hat. Warum hat er ihn denn nicht weggeklatscht, verdammt? Hatte auch noch so ein komisches, scheußliches grünes T-Shirt an, passend zum
St. Paddy's Day und ja, Teil des O'Neill wurde abgefertigt. Yay. Kurzes Match. Möchte ich ganz, ganz schnell wieder vergessen. Weil das Push war wieder für Titus, ne? Davon abgesehen, aber mittlerweile bin ich fast der Meinung, dass Hornswoggle noch viel unnötiger ist als der Gritley. Weil Hornswoggle, soll mir jetzt niemand mit Kindern kommen oder so eine Scheiße oder hier dieser neue Film Leprechaun oder weiß ich was nicht. War der bei den Actionfiguren dabei? Wie hieß das nochmal? Slam City? Ich weiß, ich will auch diesen Film. Ganz ehrlich, ich will davon. Ich werde mich auch bis aufs Blut weigern, über irgendetwas, was damit zu tun hat, zu berichten. Sorry, also, nee, weil, für mich ist das eine Wrestling-Promotion und die können Filme drehen und so einen Kram machen bis zum Verrecken, keine Ahnung, ich finde das alles vollkommen uninteressant, weil egal wer an diesem Film mitspielt und wenn es mein Lieblingswrestler ist, mich, in den meisten Fällen wird, macht das den Film für mich nicht interessanter. Weil, keine Ahnung. Ich bin Wrestling-Fan und nicht in erster Linie WWE-Fan. Und ich will da keine. Ich meine, das ist für Kinder. Ich meine. Ja, warum hat man denn an Saturdays Morning Slam eingestellt? Ja. Hätte man das doch bringen können, alle wären glücklich gewesen. Jedenfalls konnten wir dann wieder Renee Young bewundern. Wobei ihr Outfit hat mir heute dieses Mal nicht so zugesagt, muss ich sagen. Sie hat Sheamus interviewt, der sich auch mal eben selber in die Battle Royale Andre the Giant Memorial Battle Royale eingetragen hat. Ist erstaunlich, dass die Leute das einfach alle selber entscheiden können, ob die da jetzt mitmachen wollen oder nicht, ne? Das sind wieder so Sachen, über die man echt nicht nachdenken sollte, weil es. Was ist denn, wenn jetzt auf einmal 31 Leute sagen, hey, ich mach da mit? Oder sind das die ersten 30, die kommen und dann brauchen die trotzdem über eine Woche, um ihre Teilnahme zu bestätigen? Das wird ich weiß eh nicht, wo man damit hin will, weil letztendlich hat man jetzt schon ein paar Leute reingepuckt, wo ich sagte, das kann je nachdem, ob Cesaro da auch hinlandet, wie soll denn die Card aussehen? Ja, das kann auf jeden Fall nicht in die Pre-Show. Aber vielleicht dann doch Leute, die, also mehr Leute als Daniel Bryan, die zwei Matches bestreiten? Also glaubt man einer News, ich kann jetzt gerade die Quelle nicht überprüfen, aber glaubt man einer News, die gerade mehr oder weniger eben reingekommen ist, soll der Sieger angeblich dann auch diese Trophäe ein Jahr lang mit sich rumschleppen, was darauf hindeutet, dass man das jedes Jahr machen will. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Achso, ich dachte, das wäre jetzt ein Special für 30 Jahre und. Also ich fände sowas in der Pre-Show auch völlig okay, aber so in der Main-Show wirkt das. Random. Okay. Sehr random. Ja. Naja, auf jeden Fall kam dann Christian, hat Sheamus attackiert und ihm den Killswitch verpasst und ja, wo man Christian doch im Moment wirklich so als hässlichen Vogel darstellen möchte. Warum nimmt man den Move nicht wieder an, Pretty? Ne? Also bei Brian Alvarez schon relativ gut. Wann in Gottes Namen möchte man diese Fehde denn beenden? Ja, ich bin ja jetzt schon überrascht, dass es kein Einzelmatch bei WrestleMania zu geben scheint, sondern die beiden jetzt einfach nur in dieser Battle Royale sind. Wozu hat man diese ganze Scheiße denn dann so lange gestreckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also auch wieder so eine Sache, die mich echt nicht wenig interessieren könnte. Also ich finde es ganz nett, wenn die Leute, egal ob Christian und Sheamus oder William Mavikens in den Schoß sind, gute Matches zeigen. Aber diese Storylines, wenn man das so nennen möchte, interessieren mich wirklich, die packen mich so null. Das ist, keine Ahnung. Erschreckend. Aber macht im Moment auch nichts, weil solange wie man andere Sachen hat, über die man diskutieren kann, ist das in Ordnung. Ich sehe lieber Matches von diesen Leuten als, keine Ahnung, ja okay, hier das Gegenteil, das Nil nicht. Aber. Ja, mittlerweile ist es auch so, dass wirklich jedes Sheamus-Match gleich abläuft, oder? Ja, das Problem hatte er aber auch früher schon. Ja, aber jetzt fällt es mir im Moment wieder, wahrscheinlich weil er wieder so oft zu sehen ist. Aber das hat er ja auch schon immer gehabt, dass er wirklich dreimal die Woche irgendwie im Einsatz ist, gefühlt. Mir fällt das immer auf, wenn er, wie gesagt, seine Schläge zum Mitzählen da zeigt. Dann sagt irgendwie so ein kleines Männchen in meinem Kopf immer, dass ich Sheamus nervig finden soll. Weil er gar nicht nervig ist, um ehrlich zu sein. Ja, er hat halt nur viel von seiner Coolness, die er als Heel damals am Anfang ausgestrahlt hat. Es ist halt nicht mehr der Hooligan, ne? Es ist halt. Ja, und Hornswoggle macht es noch nicht besser. Ja. Ja, in der nächsten Woche haben wir dann noch 2 Wochen bis WrestleMania. Und was macht WWE? Man holt den Cast von Scooby-Doo und seine Mystery Machine und Arnold Schwarzenegger. Der erstmal Yes Chance machte natürlich. Mit dem anderen Team. Ja. Noch so eine Sache, also da
war es eigentlich zum ersten Mal heute bei dieser Show, wo ich mich drüber aufgeregt habe. Man befindet sich auf der Road to WrestleMania. Dass die nächste Woche kommen. Ja. Man lädt Leute ein, die ihren Kram bewerben. Jetzt wäre die Zeit, wo man selbst in andere Shows geht, um WrestleMania zu bewerben. Und wo man nicht irgendwelche Leute reinholt, um die ihren Kram bewerben. Welchen Punkt hat das, diese beiden? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, jetzt sein? Wahrscheinlich hofft man sich dadurch, durch Schwarzenegger, wie sie es schön gesagt haben, nochmal mehr Zuschauer zum Einschalten zu bewegen und dadurch die Leute zu animieren, WrestleMania eher zu kaufen. Völliger Schwachsinn, aber... Aber vielleicht, um das mal kurz, weil wir gerade bei Zuschauern sind, weil ich glaube nicht, dass wir das als News bringen, aber für alle, die das hören, exklusiv sozusagen, die Show The Talking Dead mit CM Punk am Wochenende hat wohl das drittbeste Rating oder die drittbeste Zuschauerzahl dieser Show, die ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre läuft, jemals geworden und fast 800.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche. Und ich glaube, da ist der gute CM Punk nicht ganz unschuldig dran. Der nicht über WWE geredet hat. Aber das ist wohl gut möglich. Ja. Ansonsten gibt es da diesbezüglich nicht viel Neues. Punk hat sich nicht zu WWE geäußert. Aber es hieß, dass er sehr gesund aussah. War ja auch auf den Bildern zu erkennen, wo er da mit einer Schauspielerin da zu sehen war. Sehr zufrieden aussah und ich glaube, man sollte sich mit den Gedanken anfreunden, dass man ihn so schnell nicht mehr in einem Wrestling-Ring sehen wird. Er trat ja auch als Phil Brooks auf, auch wenn er die Rechte an CM Punk hat. Genau. Ja, dann CM Punk, jetzt bin ich schon völlig verwirrt. John Cena kam dann für eine Promo zum Ring. Genau, John Cena und ja... Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ach, er stellt er fest, es gibt immer wieder glückliche und unglückliche Menschen. Die Leute buhlen für ihn, manche findet er toll und ach, er habe Angst vor Bray Wyatt, das müsste er einfach zugeben. Er aber habe Angst davor, dass das, was Bray Wyatt repräsentiert, die Leute beeinflussen könnte. Dass sie das anfangen zu glauben und dass sein Vermächtnis, seine Legacy dadurch irgendwie zerstört werden könnte. Also John Cena kommt mir immer mehr vor wie ein Heel im Moment. Das Ding ist einfach, im Moment verkörpert wieder das, all das, was ich an diesem John Cena-Charakter hasse. Nicht als Wrestler, sondern an diesem Charakter, all das, was ich nicht abkannte, warum ich den Wrestler oder die Wrestling-Figur John Cena nicht mag. Jetzt abgesehen davon, wie er als Privatmensch ist und was ich davon ihn halte oder was ich was nicht. Das scheint er auch nicht gerade sympathisch zu sein. Ja, aber all das hasse ich. Das Ding ist, keine Ahnung, ob man das jetzt bei WrestleMania nochmal klar herausstellen will, dass er wirklich der durch und durch gute Mensch ist, der überhaupt gar keine Ecken und Kanten hat. Und ich dachte ja, wo er sagt, oh, ich habe Angst, da dachte ich mir, oh, okay, was kommt jetzt? Ich habe Angst, dass die Fans Bray Wyatt glauben, weil vor allen Dingen diese Sätze, fast so, als wenn man auch mich anpissen würde, er gebe immer alles für die Fans und er ist immer ehrlich. Wo ich mir so denke, boah, es ist so ganz furchtbar, wie man ihn darstellt und umso großartiger finde ich dann Bray Wyatt, weil, keine Ahnung, vom Gefühl her ist das immer ein bisschen, also wenn man jetzt sagen müsste, das ist jetzt eine normale Storyline und die läuft auf was hinaus, oder es ist jetzt ein Filmskript, ein Serienskript, dann wäre der Twist am Ende, dass der, wo du denkst, der ist böse, gar nicht böse ist, und der, wo du denkst, der ist gut, am Ende sich als der Böse herausstellt, weil er eben doch gelogen hat, während der andere die Wahrheit gesagt hat. Und genau das wird hier vermittelt, während Bray Wyatt sagt, keine Ahnung, dass alles nur eine Lüge ist und keine Ahnung und bla 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 bla. Und John Cena erzählt genau das Gegenteil und dann... Ja, John Cena steht da einfach da grinsend und sagt, nö, das ist nicht so, ich bin ganz lieb. Aber wirklich Inhalt, wenn man guckt, er trägt seine Promos immer noch mit der gleichen, ja geradezu schon apathischen Wortfindungsstörung. Ach, egal. Ist ja auch egal. War wieder großartig. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Aber John Cena ist da einfach immer so völlig emotionslos. Aber wenn man auf den Inhalt achtet, immer jeder Neue, der kommen muss, muss durch ihn. Und heute so, niemand zerstört seine Legacy, sein Vermächtnis. Das ist ja schon fast wirklich arrogant. Ne, das Problem ist, es war ja zuletzt davon die Rede, dass auch John Cena seine Promos geskriptet bekommt und den Inhalt also praktisch vorgeschrieben bekommt und er trägt es vor. Wodurch dann auch eben halt diese stellenweise schlechten Promos, aber
oder die schlechten Promos herauskommen. Cena hat doch mittlerweile ein Standing, wo er selber sagen kann, ey Leute, also jetzt echt so, das lese ich jetzt nicht vor. Und ich verstehe es nicht. Also so ein eindimensionaler Charakter, und dann braucht man auch diese, es ist ja eben fast schon arrogant, wie er dann auch die Fanreaktion runterspielt. Ja. Ich meine, er sagt ja mehr oder weniger deutlich, indem er sagt, das macht alles nicht und jeder darf gerne all das machen, was er tut. Das ist, so reagiert kein Mensch. Kein Mensch reagiert so, keiner, außer er ist auf Droge und ihm ist ohnehin alles egal. Aber kein Mensch würde auf dauerhaft negative Reaktionen sagen, naja, ihr habt ja eure Recht auf eure Meinung. Na gut, der Papst vielleicht. Der Papst vielleicht in der Öffentlichkeit, aber ansonsten tatsächlich wirklich kein Mensch. Und das macht Cena einfach, den Charakter Cena so unglaublich unsympathisch. Ich finde an dem. Vergleichst du John Cena gerade mit dem Papst? Ein wenig schon, ne? In manchen Dingen. Weil ich glaube, der Papst könnte sich auch hinstellen und sagen, you can see me. Ja, so ungefähr, stimmt, ja. Naja, jedenfalls kam dann Bray Wyatt wieder auf dem Titantron, redet darüber, wie hart WrestleMania werden wird. Er habe kein Problem damit zu sterben. Er habe kein Problem damit, durch die Hölle zu gehen. Er werde Cena zerstören, er werde offenlegen, was er für ein Heuchler ist. Hat er jetzt nicht so gesagt, aber so wortbildlich. Hat er heute nicht so gesagt. Ja, und John Cena mit seiner Plastikfreundin. Ja. Großartig. Ja. Aber wie gesagt, alles, was Bray Wyatt sagt, entspricht einfach der Wahrheit. Ich meine, natürlich kannst du jetzt sagen, es ist alles eine Lüge. Das ist natürlich, sagen wir so, künstlerische Freiheit und die typische Überspitzung, die man sich eben in der Kunst rausnimmt. Wenn man jetzt das mal so hochtragend sagen möchte, aber ich meine, man kann ja durchaus zumindest eine Analogie finden. Und hier muss man ganz klar sagen, Bray Wyatt ist wesentlich aufrichtiger, als das John Cena ist. Ja. Auch wenn das immer ein bisschen... Er sagt, dass er ein böser Kerl ist. Er sagt, dass er der Teufel ist. Ja. Er macht's da an ihm irgendwas vor. Und ganz vor genau, was man ja von ihm erwarten kann. Am Ende ja noch der leidenschaftlichere der beiden. Der etwas für ein Ziel macht. Was ist John Cenas Ziel? John Cenas Ziel? Ganz der größte aller Zeiten zu werden. Genau, sein Vermächtnis zu bewahren. Und was ist Bray Wyatts Ziel? Er würde sich selbst opfern, er würde selbst sterben, nur damit die Fans erkennen, wer wirklich hinter John Cena steckt. Also alleine die Gründe für das oder für dieses Match oder die individuellen Beweggründe sind schon so erstaunlich bei dieser Fehde. Ja, man hätte ja auch wirklich Potenzial inhaltlich. Nur im Moment, das liegt auch daran, dass John Cena halt nicht wirklich auf das eingeht, was Bray Wyatt sagt, sondern einfach, entweder in den Vorwochen hat er es einfach nur weggelächelt und dumme Witze gemacht, hier erzählt er was von seiner Legacy und... Weißt du wann, um jetzt mal wieder diese ganz bösen Spekulationen, die am Ende sich eh als Mumpitz erweisen, aber auch so, weißt du wann das alles Sinn machen würde? An dem Moment, wo John Cena turnt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wenn sich John Cena und Wyatt Family anschließt. Dann würde das Sinn machen, wenn sie sich herausfindet, Bray Wyatt hat da wirklich recht. Und John Cena, all seine Promos und all das war nur so positiv und so weglächelnd, weil Bray Wyatt am Ende recht hatte. Dann wäre es natürlich die beste Storyline aller Zeiten, aber ganz ehrlich, daran glaube ich nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ja. Ich will es nicht ausschließen, aber da muss erstmal ein neuer John Cena her. Und ich meine, bei Hulk Hogan hat es auch 20 Jahre gedauert. Von daher, sag niemals nie. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Verflucht. Na egal, dann gehen wir weiter. Drittes Match. Daniel Bryan versus Randy Orton in einem No-Disqualification-Match. Da, bevor wir jetzt auf das Match zu sprechen kommen. Sonst hat man bei dieses No-DQ-Match, man hat No-DQ-No-Count-Out-Matches. Dieses Mal beim No-DQ-Match hat man explizit aber auch erwähnt, dass es keinen Count-Out hat. Also WWE biegt sich diese Match-Regeln aber auch wirklich hin, wie man gerade lustig ist, oder? Ist ähnlich wie bei Lockdown Club, oder? Es ist ja fürchterlich. Jedenfalls gewann Bryan dann gegen Orton nach knapp über 14 Minuten, als Batista reinkam, Randy Orton wegspielte und Daniel Bryan dann den Pin abstauben konnte. Hat Batista seit seiner Rückkehr eigentlich mal einen vernünftigen Spear gezeigt? Das sieht immer so unbeholfen aus, wie er mit dem Kopf voran in den Gegner rennt.
Aber ich fand das jetzt schon besser als die ersten. Ja, aber eigentlich ist der Spear doch, dass du mit der Schulter in den Bauch, in die Rippen springst. Aber Batista springt irgendwie immer mit dem Kopf voran. Ja, Hauptsache es wirkt, ne? Ja, ich habe immer nur Angst, dass der sich irgendwann nochmal das Genick bricht dabei, wenn er auf einmal irgendwie komisch wegknickt. Ich habe vergessen, wo du gerade sagst, mit dem Kopf in den Gegner rein. Falls es jemand von euch gefragt hat, nein, Hornswoggle gilt nicht als unerlaubter Gegenstand. Nein. Ach stimmt, das wollte ich ja vorhin noch ansprechen. Ach verdammt. Sonst hätte Titus O'Neil per TQ gewonnen. Denken Sie darüber nach. Sheamus, ist das nicht auch schon eine Heal-Aktion? Ja. Er nimmt Hornswoggle und rammt ihn gegen seinen... Ja, das war wie Finlay früher mit dem Knüppel immer da. Ja, Finlay war ja eigentlich auch... Ja, ich meine, Finlay hatte ja Hornswoggle, das war jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, sondern eher... Ja, aber eigentlich selbst wenn Hornswoggle jetzt nicht als Gegenstand gesehen wird, hat er ja praktisch trotzdem Titus O'Neil attackiert. Ach, das hatte ich mir sogar aufgeschrieben, aber ich finde meinen Zettel nicht mehr. Ich arbeite halt auch aus dem Kopf. Naja. Daniel Bryan gegen Randy Orton. Also das Match war wieder in Ordnung. Das ist, was man, man hört ja immer auch jetzt mittlerweile bei uns auf der Startseite und so, ist jetzt in letzter Zeit auch immer ein bisschen, hat man immer wieder, dass WWE in Kritik steht und viele sind auch heute noch der Meinung, dass TNA besser ist und Impact ist besser und besser ist Wrestling. Ich meine, ob eine Show besser ist, was in mehr zu sagt im Moment, Impact oder Raw, ist natürlich rein subjektiv und eine Geschmackssache. Aber Fakt ist, dass bessere Wrestling gibt schon mindestens seit einem Jahr bei WWE, bei Raw. Ich weiß nicht, ob... Dem ist jetzt wirklich absolut nichts hinzuzufügen, weil ich fand dieses Match bei besser. Raw mindestens ein tolles Match. Ja. Also ich fand dieses Match zumindest gleich stark wie das beste Match von Lockdown. Hier Storm gegen Gunnar, nur dass hier halt die Story... Na. Selbst bei SmackDown hat man mittlerweile immer wirklich immer gute Matches. Also wirklich wrestlerisch kann man WWE gar keinen Vorwurf machen. Es ist mittlerweile sogar so, dass man so schon an dieses Niveau gewöhnt ist, dass gute Matches schon gar nichts, also jetzt hier war es zum Beispiel so bei Brian gegen Orton, dass man hat das Match, diese Paarung schon so oft gesehen, dass ich mich so wirklich begeistern nicht mehr dafür konnte, obwohl es wirklich ein richtig gutes Match war. Aber dieser Markout-Moment, vor 5 Jahren hättest du dir, keine Ahnung, hättest Jubelschreie in den Foren gegeben, wenn du so ein Match bei Raw gesehen hättest. Also da hat sich WWE wirklich in den letzten Jahren auch durch die neuen Leute wirklich einen absoluten Quantensprung gemacht und gerade TNA in Sachen auch so wie TNA im Moment läuft, ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, bis auf wenig Ausnahmen, im letzten Jahr die 4 Pay-Per-Views, da war auch wrestlerisch nicht viel Überragendes dabei und bei den Weeklies seit Bound for Glory gibt's ja kaum noch Matches, die über 5 Minuten gehen und wenn sie über 5 Minuten gehen, dann sind sie overbooked bis zum geht nicht mehr. Und da ist WWE TNA meiner Meinung nach mehr als enteilt. Was ich, ja, man kann nicht sagen, dass ich das schade finde, ich meine, weil es ist ja TNAs Entscheidung, die Shows so zu booken, aber... Als Fan finde ich es durchaus sehr schade. Also ich habe TNA weil TNA geliebt. Potenzial hat. Also ich habe TNA wirklich geliebt in den Jahren so, 2007 bis 2009, 2010. Hab mir auch die alten Sachen von davor sehr, sehr gerne angeguckt, aber mittlerweile. Aber man muss ehrlich sagen, für all die Leute, die heute noch so von der Attitude etwas schwärmen und das zurück haben wollten, Leute, schaut euch Impact an. Da ist so viel. Impact ist Attitude, aber kaum Wrestling, Segmente, wirres Booking, das war letztendlich die Attitude-Ära und das war auch die Ruthless Aggression-Ära. Also wer jetzt heutzutage auch von dieser Post-Attitude-Ära schwärmt, also 2003, 2004, guckt euch Impact an. 20 Minuten Wrestling. Dann habt ihr Monday Night Raw 2003. Ich glaube, was hatten wir am letzten Donnerstag bei Impact? 5 Segmente, 6 Segmente in Folge? Also jetzt auch gar nicht ohne Wertung oder spöttisch oder so, sondern einfach, wenn ihr sagt, das heutige WWE-Produkt passt euch nicht und ihr fand früher alles besser und ihr habt kein Problem damit, euch einen neuen Namen zu gewinnen, so guckt euch Impact an. Das müsst ihr. Vor allem, wenn ihr wirklich wisst, von was ihr spricht, müsste das was für euch sein. Vor allem hat man nicht Willow the Wisp, einen gegen absolut Willow. Epischen Charakter. Nichts gegen Willow, ich bin Fan von Willow. Willow ist wesentlich Fan unterhaltsamer als Jeff Hardy. Ja. Wie der immer schreit. Großartig. Was hat er jetzt? Sein Match mit dem Regenschirm gewonnen? Ja. Willow the Wisp. Okay. So viel zu Tine. Genau. Ja. Batz hat Orton noch eine Powerbomb, Batista-Bomb verpasst und hat seine Jeans nicht gesplittet.
Welch Wunder, ja. Ja, tatsächlich. Ja, und dann kam Paul Heyman heraus und es wurde ein relativ episches Video eingespielt, wie ich fand. Erst zu Streak des Takers, bevor dann hinterher Lesnar gezeigt wurde, wie er die letzten Gegner des Undertakers der Reihe nach auseinandergepflückt hat. Keine Erwähnung des Namens CM Punk. Und dann hat halt Heyman nochmal herausgestellt, dass der Taker die letzten Male ja schon nur knapp überlebt hat, wenn man so möchte. Und ja, Lesnar hat die letzten Gegner des Undertakers in den letzten ein, zwei Jahren alle auseinandergenommen. Und dieses Mal wird der Undertaker fällig sein. Taker angekündigt, nirgendwo zu sehen, aber er ist morgen Abend. Heute? Mittwoch? Ich dachte, Mittwoch ist ein Main-Event, oder? Live. Dienstag live? Dienstag. Ach ja, Dienstag, das sind ja die Tapings, ja. Also ist ja, schon gut. Oder nee, halt 0 Uhr. Ja, ja, aber heute Nacht live bei Main Event, wo er auf Paul Heyman antworten wird. Ich hatte ja irgendwie gedacht, während des Segments gleich geht das Licht aus, der Taker kommt und Tombstone auf die Rampe. Ich meine, so awesome wie Paul Heyman ist und so gut wie toll wie das Promo-Video wieder war, ich meine, hattest du es auch gesehen? Ich bin neulich kurz, musst du das auch gleich an alle möglichen Leute schicken, müssen sie überall posten, auf das Promo-Video von, oh Gott, welche WrestleMania war das? Auf jeden Fall das zweite Match Shawn Michaels gegen Undertaker. Da hatte man das. Kann mich noch vage dran erinnern. Match gemacht, wo man nochmal diese Fäde zusammengefasst hat. Und da dachte ich mir wieder spontan her, wo sind die Zeiten hin, wo es Gründe für so ein Match gab? Damals war es ja so, wer an Bord angemeldet ist, einfach mal im sonstigen Bereich bei uns gucken, bei hier lustige Videos aus dem Wrestling-Ring. Da ist diese Promo, die hatte ich da gepostet von YouTube. Oder einfach mal googeln, Promo WrestleMania 26 von Michaels Undertaker. Bei YouTube. War das 26? War das ja. Nicht 27? Ich habe jetzt, nee, 27, nein, 27 war schon Triple H. Ach ja, stimmt, 27, 28, 29, ja, auf jeden Fall. Ist schon näher, ist ja Wahnsinn. Wie, es fing ja damals bei den Slammys an, wo Shawn Michaels dann den Award überreicht bekam für das beste Match des Jahres und dann gemerkt hat, irgendwas, keine Ahnung, brennt in ihm und er möchte es nochmal probieren, er fordert ihn heraus und. It's burning inside! Genau, und man hat gemerkt, und wie sehr Shawn Michaels das damals wollte, dass als der Undertaker oder das Match abgelehnt hat und wie sehr es in Shawn Michaels gebrannt hat, dass das eigentlich das Einzige war, was ihn noch angetrieben hat und er dafür alles geopfert hat, die Tag Team Titel, seinen besten Freund Triple H beim Royal Rumble. Seine Karriere. Wie er nur von dieser Idee besessen war, nochmal gegen den Undertaker ranzugehen und wenn er es nicht schafft, ihn zu besiegen, dann hat er eh keine Karriere mehr. Also wie man das aufgebaut hat, ich meine, letztendlich ging es ja auch nur um dieses Streak, aber wie man durch so ganz simple Sachen und mit Emotionen spielen kann, ich hatte es auch gepostet und im Sinne, wenn euch mal wieder jemand fragt, warum ihr Wrestling-Fan seid, zeigt den Leuten einfach dieses Video und dann sollte man es, keine Ahnung, wenn man ein bisschen ein Faible dafür hat, definitiv verstehen, warum man Wrestling-Fan ist. Wie einfach das sowas ist und ich bin der Meinung, seit die Sache mit Triple H war eigentlich nur eine Wiederholung, mehr oder weniger von den Gründen bei Shawn Michaels mit diesen hier die letzten hier einer Brut aussterbenden Rasse oder so immer. Ja, war eigentlich nur eine Wiederholung des Ganzen von Shawn Michaels und letztes Jahr schon bei CM Punk mit diesem Fatal 4-Way Match und dieses Jahr bei Brock Lesnar gibt's eigentlich gar keinen Grund mehr. Es ist nur noch, dass der Undertaker da ist. Man wird den Undertaker nicht mehr so wirklich gerecht damit, weil Undertaker ist nur noch seine Streak und keine Ahnung, es wirkt halt, als wenn man es aufgegeben hätte, als wenn man weiß, dass der Undertaker ein Selbstläufer ist und man muss dann einfach nur jedes Jahr wiederholen und die Leute kaufen es und ich finde das einfach am Ende ein bisschen schade und so gut wie Paul Heyman und Mike ist, du machst halt aus Kacke kein Gold mehr. Ich hätte mir hier wirklich, also natürlich sehr schade ist zum einen, dass Paul Bearer halt wirklich verstorben ist, weil den hätte ich mir in der Fehde noch sehr gut vorstellen können gegen Heyman. Aber auch so hätte man es halt mehr auf Heyman fokussieren können. Weil Heyman hat in seiner Karriere als Manager alles erreicht. Er hat so und so viele Leute zu Champions gemacht. Er hat letztes Jahr versucht, den Undertaker
mit durch CM Punk zu schlagen. Er ist gescheitert, aber in diesem Jahr möchte er es unbedingt schaffen. Er möchte das schaffen, was keiner geschafft hat. Er möchte sich unsterblich machen. Ja, natürlich, es wäre schwach gewesen, aber es wäre nicht unbedingt mehr gewesen. Die Umsetzung kommt drauf an. Ja. Mit dem Fingerschnippen hätte ich dir eine bessere Story gelernt, als was das jetzt ist. Ja. Und zwar einfach mal das Szenario nach der Trennung mit CM Punk. Und nach der Prügel mit CM Punk fällt Paul Heyman in ein Loch. Also man bringt es jetzt nicht einfach nach ein paar Monaten Heyman wieder, als wenn nichts passiert wäre, sondern Heyman fällt in ein Loch und man zeigt immer Videos, keine Ahnung, wie er im Unterhemd zu Hause auf der Couch sitzt, jegliche Hoffnung verloren hat, seine Karriere ist im Arsch und dann, keine Ahnung, man lässt das einfach mit Big Show und Brock Lesnar einfach mal komplett weg, weil das hat nirgendwo hingeführt letztendlich und dann irgendwann kommt der Undertaker wieder und Paul Heyman merkt, eigentlich war genau eine Person dran schuld, dass ich in diesem Loch bin und der zur Trennung mit CM Punk geführt hat, und das war der Undertaker. Und dann treibt ihm diese, keine Ahnung, dieses Gefühl, dass diese Rache zu nehmen am Taker, treibt ihm dann halt dazu, Brock Lesnar auf den Taker zu hetzen. Und schon hättest du eine Storyline gehabt, und schon hättest du tatsächlich einen Grund gehabt. Oh, das diesen Grund hast du einfach nicht. Moment. Ja, ein bisschen zu spät, sonst hätte ich gesagt, schreib doch mal eine Mail. Ja, das ist das Ding. Dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, irgendwas sich aus den Fingern zu saugen und mit Hollywood-Schreibern sollte man das hinbekommen, weil Wrestling ist keine Wissenschaft und man braucht jetzt keine 50.000 Twists und Turns und dies und das und jenes, sondern es reichen manchmal einfach ganz kleine Beweggründe und ganz kleine Puzzlesteine, die man am Ende zusammensetzen kann und man hat was Ordentliches und irgendwie, dass Brock Lesnar gerade keinen Gegner hatte und nach Hause gehen wollte und dann kam spontan der Anleger vorbei und dachte sich, hey, da geht man doch mit Lesnar was zu tun. Ganz mieser Aufbau irgendwie. Aber mal sehen, was noch kommt. In Paul Heyman ist am Mike großartig und es reicht ja für die meisten Fans tatsächlich nur, wenn Undertaker ab und zu vorbeikommt und seinen Entrance macht und dann sind die meisten Fans glücklich. Außerdem würden ja von dir angesprochene Sachen jetzt auch mal ein wenig langfristige Planung erfordern und das scheint ja zumindest auf ein Jahr im Voraus dann doch etwas kritisch zu sein. Ja, bei Rocking, okay. Das war auch keine Planung, man hat einfach nur Match festgesetzt. Satz angefangen und schon gemerkt mittendrin, dass auch wieder dementsprechend. Ja. Backstage waren sich dann Stephanie und Triple H ein bisschen am Anbitschen, wenn ich das so sagen darf. Man hat dann auch, Steph war dann wütend, ach, was ist denn, wenn du am Ende dann den Titel gewinnst? Du bist auf der Road, du hast gar keine Zeit mehr für die Familie, wie willst du deinen Pflichten als COO nachkommen? Meinst du wirklich, das wäre best for business? Und ja. Merke, Triple H steht unter dem Pantoffel. Genau. Oder so, keine Ahnung. Weil John Cena ja seine Promo früher am Abend anfing mit ich habe Angst, möchte ich das mal nutzen als Vorlage und sagen, ich habe auch Angst. Ich habe Angst. Die ist gruselig, ne? Die kratzt dir die Augen aus. Die ist ich hoffe, die kann nur so gut schauspielern, die ist nicht wirklich so. Ich weiß es nicht, ne? Aber das ist also, ganz schlimm. Sie spielt ihre Rolle in den letzten 2-3 Wochen auf jeden Fall deutlich überzeugender als noch im Herbst. Da fand ich sie wirklich sehr nervig. Jetzt finde ich sie immer noch nervig, aber sie spielt zumindest ihre Rolle gut. Ist das auch so ein bisschen Reality-TV, dass sie eben sich spielt, genau wie Hunter ja. Ja, möglich. Im Grunde sich spielt und das immer mit einspielt, auch so. Es wird ja die Businessfrau, die am Ende doch Millionärstöchterchen ist. Es wird ja zum gewissen Backstage-Geschichten passen, die man immer mal wieder so hört. Wenn sie da Macho Man. Ja, aber auch, oh yeah. Auch wenn sie irgendwelche Diven zusammenscheißt und, ne? Ja. Es wird nur nicht zu der Total Divas Stephanie McMahon passen, die da damals mit Natalia geredet hat, aber naja. Gut. Viertes Match. Goldust gewann gegen Fan Dang Go. Nach dem Final Curtain. Ich dachte, der heißt Final Cut. Na egal. Knappe 5 Minuten und Goldust war richtig, richtig angepisst danach. Hat sich ein Cut am Auge wohl zugezogen, die Rippen wohl ein bisschen verletzt bei einem Hurricane Rana, der ein bisschen missglückt war. Der war richtig wütend, ne? Hast du? Ja, das Mensch war ja auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da losging. Vielleicht wie heißt es so schön? Zen-Pack, glaub, heißt es, wenn der Gegner dafür sorgt, dass du einen Suplex oder so nicht zeigen kannst und einfach sein Gewicht nicht verlagert. Was war denn das bei dem Suplex? Ich weiß es nicht. Es sah komisch aus. Also ich hatte... Hat keinen Bock, sich vorher gestresst oder keine Ahnung. Es war...
Also ich war mir in dem Augenblick nicht sicher, ob es jetzt wirklich Absicht war, dass Goldust ihn verweigert hat, oder ob es jetzt halt einfach nur so sein sollte, hey, ich blocke den. Weißt du? Ja. Aber es wirkte halt schon wirklich so, dass er sehr, sehr angepisst war. Auch nach dem Match, die Szene, der war ja kaum zu beruhigen von Cody. Der hat ja auch ihn noch weggeschubst so ein bisschen. Und ich vermag auch nicht zu sagen, wer an dieser verbotschten Kopfschere vom Seil schuld war. Aber ich weiß nicht, warum sich den Cut zugezogen haben soll. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der wird halt dann irgendwo relativ ungebremst irgendwo reingerannt sein. Ach, dürfte aber für Van Damme jetzt nicht gerade positiv enden. Ja, ich meine noch weiter runter. Ja, hallo, Sekreiner und Co. Ein Schritt geht mindestens noch. Geht aber nicht, weil Summer Rae ja jetzt beim Total Divas Cast dabei ist. Und Summer Rae ist nicht unbedingt an Van Damme gebunden. Ich meine, Summer Rae hast du relativ schnell in der Women's Division gepusht. Dann hast du aber nicht gehört, was Summer Rae in der After Total Divas Show mit Dwayne Young und Alicia Fox gesagt hat. Da hat sie nämlich gesagt, dass die Leute jetzt bei Total Divas auch mal sehen werden, wie sie und Fandango also hinter den Kulissen sind, auf der Road, und wie sie sind, wenn sie nicht das beste Ballroom Dance Couple sind. Und da die Show ja schon lange aufgezeichnet ist, ist ja, aber immerhin muss die jetzt noch 10 Wochen oder 9 Wochen oder so ausgestrahlt werden. Ich denke mal. Wie mit dem Comeback von Tyson Kidd. Es wird bei Total Divas gezeigt, also müsste er eine Woche zurückkommen. Ja, man muss abwarten, aber. It was a match. Es ist aber wirklich erstaunlich, wie viele Leute. Und man muss überlegen, was ist dann noch bei NXT rumrennen. Also. Schauen wir mal. Weiter ging es dann mit Kane, der für eine Promo in den Ring kam. Er meinte, er musste jetzt die Wünsche der Authority durchsetzen, kam auf das Occupy Raw Segment aus der vergangenen Woche zu sprechen und meinte, dass da irgendjemand aus Memphis wohl Daniel Bryan ein wenig geholfen hat. Er rief Jerry Lawler in den Ring, der King war jedenfalls nicht sonderlich begeistert. The Shield kam hinzu, geleitete Lawler ganz, ganz freundlich in den Ring und stellte ihn. Kane sagte, ja, Jerry, es gefällt mir nicht, dich jetzt niederprügeln zu müssen, aber das ist es, was ich tun muss. Und na, doch, eigentlich ein bisschen gefällt es mir dann doch. Und irgendwie noch, hast du noch ein paar letzte Worte? Rollins schnappte sich dann an Mike und meinte, wir werden jetzt machen, was best for business ist, drehte sich zu Kane zu und Kane zeigte eine herausragende schauspielerische Leistung, war völlig entsetzt. The Shield attackierte ihn, Kane versuchte sich zu befreien, hatte aber keine Chance, kassierte einen Kick, einen Enziguri von Rollins, nachdem Ambrose ihn gerettet hatte, Reigns ein Spear und dann die Triple Powerbomb Segment zu Ende. Ja, Shield wahrscheinlich Fehde gegen Kane, kommt da vielleicht doch noch die Ascension von NXT rein, die Kane jetzt als Hilfe holt, oder worauf läuft das hinaus? Mein Problem an der Sache ist, dass ich sehe Kane einfach nicht als wirklichen Topstar und ich finde es gut umgesetzt, aber es erstaunt mich, in welche vollkommen unbedeutende Rolle dann letztlich die Shield gesteckt wird, weil es wird absolute Undercard sein und das Problem ist einfach, wie hätte das gewirkt, wenn The Shield dann gegen Triple H und Stephanie geturnt wird vor ein paar Monaten? Ich glaube, wir hatten die Diskussion ja mal, als es darum ging und als es so die Zwistigkeiten dann, wo wir gesagt haben, wie cool wäre es, wenn The Shield gemeinsam zu Face turnt und gegen Triple H und Stephanie turnt. Wie cool wäre das gewesen, wenn es nicht nur Kane wäre, in Anführungsstrichen, sondern wie cool wäre es gewesen, wenn es Triple H gewesen wäre. Aber nun gut. Du meinst, dass The Shield gegen Triple H geturnt wäre? Ja, na klar. Ja, ja. Hab ich das nicht gesagt? Ich war kurz abgelenkt. Nee, wäre schön gewesen. Und ja, es wirkt halt so für The Shield. Wir haben so viel gemacht, jetzt auch mit dem Split, dem angedeuteten, dem Push für Reigns. Und jetzt kommt WrestleMania und wir haben keine Ahnung, wo wir euch reinstecken sollen. Die Karte ist voll, alle wichtigen Gegner sind weg. Also müssen wir uns jetzt schnell irgendwas aus dem Hut zaubern. Und jetzt scheint Kane da irgendwie gerade der Notnagel zu sein, zumal seine Rolle in dem Autoritätsstable ja
auch völlig eine Richtungswechsel eingeschlagen hat. Am Anfang konnte man ja denken, ha, vielleicht ist er doch irgendwie der Spitzel von Vince McMahon. Welchen Gründe sollte er haben, sich in den Dienst von Stephanie und Triple H zu stellen? Aber das ist ja völlig außen vor mittlerweile. Ja, vielleicht greift man es irgendwann nochmal auf, aber so zum... Es ist halt im Moment so ein Intermezzo. Ich finde, Caden spielt seine Rolle wirklich super, aber auch da, also mir persönlich, keine Ahnung, fällt da einfach der Punkt, wo ich dort wirklich mit Spannung entgegenfieber. Ich habe gar keinen Vergleich zu Shield gegen White Family. Ja, weil klar, Kane ist ja mittlerweile auch einfach dafür bekannt, er legt sich dann hin, er jobbt und ja, da kommt halt auch keine Spannung auf, ne? Eben. Und ihm fehlen ja mittlerweile, also zumindest momentan noch, dann sozusagen die Hilfe, um gegenzuschlagen zu können. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann der Ascension wird, aber... Mit dem düsteren Gimmick und Kane kommt zurück mit Maske? Aber Ascension hat ja jetzt auch nur noch so ein völlig random Theme, ne? Ja, es könnte natürlich auch sein, dass es dann am Ende Bray Wyatt und Luke Harper werden, die auch nichts vorhaben. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum? Ja, weil sie doch Kane attackiert haben letztes haben Jahr. Sie? Wir haben doch Kane abgefertigt bei letztes Jahr. War das SummerSlam? Ich glaube ja, und danach hat man es doch einfach fallen lassen mit dem... Ja, aber hallo, die haben gegen Kane gefädelt und Kane hat sich denen nicht angeschlossen. Warum sollte sich Kane da jetzt ausgerechnet den Wyatts anschließen? Oder die zur Hilfe holen? Weil Kane eben zwei Leute braucht, die es ihm mit ihm gemeinsam mit die Shield aufnehmen und weil dann Harper und Rowan einfach noch eine Rechnung mit die Shield offen haben. Na, das wird aber für mich nach der Storyline im letzten Jahr, auch wenn man es wahrscheinlich dann wieder vollkommen ignorieren würde, nicht so ganz passen, aber na, vielleicht doch noch, ja, wobei, die Ascension könnte er natürlich dann extra hochholen, um das Shield zu attackieren. Und da hätte man dann vielleicht auch wieder so eine etwas intensivere Tag-Team-Fehde, wenn man das nach WrestleMania streckt. Ja, man muss halt abwarten auch, wie das mit dem Split von The Shield läuft. Ich könnte mir momentan vorstellen, dass man die jetzt doch noch ein bisschen zusammenlässt, weil man einfach gemerkt hat, dass die Fans den Split nicht sehen wollen. Da bin ich mir relativ sicher. Und so wie es im Moment läuft, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man die dann in so einem unbedeutenden Match gegen Kane und sonst wem turnt. Fände ich irgendwie komisch. Also, es war ja schon, dass dieser Heel-Turn gestern irgendwie schon beinahe ein bisschen unterging, dass der gar nicht so wahrgenommen wird. Welcher Heel-Turn? Der Face-Turn. Ach so. War jetzt nicht so, dass das eine große Nummer war, sondern ja. Keine Ahnung, ich glaube einfach nicht, dass man das dann so aufbaut und dann, keine Ahnung, vielleicht im Opener oder was auch immer das Match sein wird, dann Roman Reigns turnen lässt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Impact hat. Also, es sieht halt wie im Moment wieder danach aus, als wenn sich da wieder irgendwelche Pläne geändert haben oder was auch immer. Und ja, abwarten. Also für mich sieht es im Moment danach aus, dass The Shield vorerst noch zusammen bleibt. Freuen wir uns. Auf jeden Fall. Für das nächste Match waren dann die Bella Twins bei den Kommentatoren. Haben dann irgendwie mit JBL über Twitter geflaxt. JBL, der ja angeblich hinterm Skinny Vince Account steht, oder wie heißt der Twitter-Account? Cranky Vince. Cranky Vince. Das wäre aber schon, also, ich finde aber die Erklärung sehr, 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 sehr brisant, fast schon von JBL. JBL meinte, dass ja, er hat über das iPhone geschrieben und Cranky Vince hat über einen Browser geschrieben. Ja, woher weiß er das? Ja, nee, es wird noch besser. Ich glaube, das steht vielleicht sogar dabei. Könnte sein, dass da steht dann gepostet per iPhone oder so. Oder geschickt per iPhone, aber ist ja auch egal. Aber er sagte, dass Cranky Vince kurz nach ihm gepostet hat. Und die Screenshot, die ich gesehen habe, das ist nicht wahr. Da stand nämlich, ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube gelesen zu haben, Cranky Vince vor 5 Minuten und JBL vor 4 Minuten. Ja. Und dann der scheiße falsche Account schnell JBL löschen, gewesen. Ne? Genau, und Cranky Vince hat's gelöscht, nicht JBL. Ja. Auch der nächste Punkt. Ja, mal gucken. Aber das wäre schon harter Stoff, dann kann man davon ausgehen, dass JBL seine Sachen packen darf. Das wäre cool. Ja, das habe ich so nicht gesagt. Weil dann kommt Booker T oder irgend sowas. Also man holt doch William Regal an, aber schon wär's. Ja, und dann hatten wir das Divas Tag Team Match. Die Funkadactyls gewannen gegen AJ Lee und Tamina. Zuallererst Naomi ist zurück. Mit Augenklappe.
Kann man mit einem Auge wresteln? Sollte man mit einem Auge wresteln? Nein. Okay, der Moonsault war jetzt auch nicht gerade perfekt ausgeführt. Generell, also ich gehe davon aus, dass ich die Augenklappe nicht brauche. Das ist wieder so ein Mode-Accessoire. Ich gehe auch davon aus, nie und nimmer lassen die sie in den Ring, wenn sie tatsächlich nur auf einem Auge sieht. Nie und nimmer, weil mit einem Auge als Sehender, wenn du es nicht gewohnt bist, als Sehender, hast du überhaupt gar keine Koordination. Ja, das ist halt... Das heißt, es kann sein, du verpatzt einfach die Moves. Ich sag's dir, das ist wegen Total Divas, weil da haben sie jetzt schon in der Vorschau gezeigt, dass der Knee-Drop von Aksana da jetzt Thema in den nächsten Folgen wird. Ja. Ich glaube, dass sie so ein Löchchen drin hat oder dass das Ding ein bisschen durchsichtig und dass sie tatsächlich was durchsieht. Ja, kann natürlich sein, wie so eine Lucha-Maske, ne, die komplett geschlossen ist, aber durch die du durchgucken kannst. Nee, also so Netzmaterial. Könnt ihr ja mal selber probieren. Versucht mal, was zu greifen, wenn ihr nur ein Auge zuhaltet, was zu greifen oder irgendwas auszuweichen. Es geht so schnell, dass du daneben greifst, weil das räumliche Denken einfach nicht mehr dasselbe ist, wenn du es normalerweise gewohnt bist, mit beiden Augen zu sehen. Vor allen Dingen, du hast ja auch absolut unverantwortlich. Den Blickwinkel nicht richtig nach links, wenn sie jetzt die linke Augenklappe hat. Nie und nimmer. Ich meine, ist auch lächerlich. Also lächerlich zu suggerieren, dass die WWE, wo man sie auch in den Storylines öfters mal bringt, dass die WWE-Ärzte den und den nicht auftreten lassen. Ja, aber natürlich hier sagen sie mit der Augenklappe, ach, hier, komm, geht klar. Mach mal. Das ist schon ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Ja. Aber wo lächerlich ist auch die Kopie der Kopie der Kopie. Leben imitiert Kunst, WWE imitiert TNA. Was soll das? Ich weiß es nicht. Meinst du jetzt mit dem Split? Ja. War es überhaupt ein Split? Vollkommen bedeutungslos. Keine Ahnung, aber das Interessante ist ja wirklich, beide Companies haben es relativ zeitgleich gestartet. Ja. Ne? Kleine, schwarzhaarige Championess mit großem Bodyguard, der ja hawaiianisch-samoanische Wurzeln hat, sowas. Ne? Halt. Und dann haben es gleichzeitig jetzt mehr oder weniger beendet. Ich glaube, WWE war tatsächlich, hat es ein bisschen eher gestartet. Ja, TNA zog nach, jetzt hat TNA und jetzt beendet. Jetzt hat TNA eher beendet, ja. Das ist schon wirklich... Ich muss dazu sagen, bei Impact gab es neulich mehr oder weniger genau den gleichen Split von Gil Kim und Lady Tapa. Dementsprechend, ich weiß auch jetzt nicht, wo das jetzt... Wenn man jetzt kein Einzelmatch für WrestleMania zwischen Tamina und AJ aufbaut, das wäre die einzige logische Konsequenz für mich daraus. Also das macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, du hast Naomi, die AJ gepinnt hat, du hast Nikki Bella, die AJ gepinnt hat, du hast irgendwo noch Natalya und Brie Bella hinten dran. Da fällt mir spontan ein, was wirklich viel heißen soll. Diva Elimination Match? viel wichtiger. AJ Lee gegen Natalya letzte Woche bei Main Event. Soll wohl herausragend gewesen sein und tatsächlich wahrscheinlich das beste Team-Match, was es jemals gab und das beste Frauen-Match im Mainstream, was es die letzten Jahre gab. Und das bedeutet für mich, dass es auch besser war als Gail Kim gegen Taryn Terrell. Sollte man sich also vielleicht anschauen. Ich habe es noch nicht gesehen, war übrigens das längste Frauen-Match der Neuzeit. Wie lange ging das denn? 20 Minuten? Beim Main Event. Muss ich mal gucken jetzt. Letzte Woche Dienstag, 15 Minuten knapp. Oh, ja, aber... Ja. Oh. Da muss ich mir aber nochmal angucken. Also war die Rede und gerade jetzt war ja auch, keine Ahnung, Melzer hatte ja auch Gail Kim gegen Madison Rayne 3 Sterne gegeben. Ja. Was ja für Frauen schon Wahnsinn ist und keine Ahnung, das muss ja ein 4-Sterne-Match gewesen sein, dann gefühlt. Da muss ich mir aber mal angucken. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber werde das noch nachholen. Nee, warte mal, letzte Woche konnte aber nicht. Doch, letzte Woche beim Main Event. Wurde ja auch angekündigt. Also heute vor einer Woche praktisch. Okay. Ja, natürlich. Ich bin gerade verwirrt gewesen. Ich habe bei der falschen Show geguckt. Was denn? Findest du es jetzt nicht? Soll ich den? Nee, ich bin bei dem Main Event Bericht von letzter Woche. Da steht aber, wieso AJ gegen Natalya 5:22? Ja. Hä? Wo ist jetzt genau der Denkfehler? Da steht 5 Minuten 22 Matchzeit. Ja, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Das Ach so. Müsste 15 heißen. Ach so. Gut. Okay. Das stimmt tatsächlich nicht. Aber das Match soll herausragend gewesen sein. Gut, werde ich mir angucken. Hört man so. Gehen wir weiter. Mr. T kommt in die Hall of Fame. Ich bin jedes Jahr kein Fan dieser Promi-Aufnahmen. Ich meine, Mr. T... Er hat aber noch eine Berechtigung.
ja, sagen wir so, wenn man von verdient reden möchte, dann gehört von all diesen Promis, abgesehen von Mike Tyson, ist Mr. T noch am ehesten verdient, und Mr. T ist irgendwie Kult durch das A-Team. Aber der hat ja auch eine gewaltige Rolle bei WrestleMania 1 und 2 gespielt, also kann man es vertreten. Ja. Ja, es ist keine Wrestling Hall of Fame, es ist eine WWE Hall of Fame. Also. Ja. Gut. Random 8-Man Tag Team Match mit Teilnehmern der Battle Royal. Big Show's Team zusammen mit Henry, Big E und Ziggler gewannen nach einem Chokeslam an Sandow, die zusammen mit Rybacksel und Alberto Del Rio da drin standen. Und Del Rio hat nicht den Job gemacht. Ich glaube, zum ersten Mal seit circa einem Monat. Meinst du, er wird jetzt wieder gepusht? Weil er nicht derjenige war, der gefunden hat. Genau. Riesen Push. Ja. Nee, it was a match. Oder? Wie bitte? It was a match. Es war in Ordnung. So für die Zeit. Ja, ich meine. Ja, es war in Ordnung. Ja, war halt völlig unbedeutend, war aber okay, ja. Hätte auch beim Main Event laufen können. Aber ja, gibt es jetzt nicht viel zu beschweren. Es gibt schlechtere Möglichkeiten, 12 Minuten zu füllen oder 30. Genau. Dann hatten wir wieder Rene Young mit Batze, der meinte, er würde niemals hinschmeißen, er hat auch noch nie hingeschmissen und er wird auf jeden Fall WWE als World Heavyweight Champion verlassen. Erinnerst du dich noch an das letzte Segment, Batista im Rollstuhl nach dem AA durch diese Stage, wo Batista gesagt hat, I quit! Ja, ich glaube, darauf spielte das auch genau an. Das war ja auch praktisch schon so ein, so ein kleiner Shoot. Ja, dann ein richtig awesome Wyatt Family Promo Video. Ja. Das war richtig hammermäßig. Ja. Und ein Squash gegen Kofi Kingston. Ja, das war nicht so hammermäßig, aber zweckerfüllend. Erinnerst du dich noch damals, vor anderthalb Monaten, als Kofi Kingston Randy Orton gepinnt hat? Das ist auch wieder so eine Sache. Da kann man jetzt mal kurz drüber reden. Was ist denn Wrestling? Oder was machen denn gewisse Wrestling-Promotions wie in New Japan oder Ring of Honor, was machen die richtig? Dass die Leute sich langsam in der Karte nach oben arbeiten, dass sie konsequent gepusht werden oder eben nicht gepusht werden und dass sie sich halt durch Siege in den oberen Kartregionen dauerhaft etablieren. Ne, man kann es relativ einfach formulieren, dass die das versuchen, tatsächlich einen Sport zu imitieren, und dass in diesem Sinne dann, dass Siege etwas bedeuten. Ja, Siege führen zu etwas. Noch einfacher. Nicht irgendjemand gewinnt, einfach mal ein Gewetsch, um ein Match zu gewinnen, sondern weil er das Match gewinnt, wird es zu irgendetwas führen. Es steckt irgendein Ziel dahinter. Und dieses Kofi Kingston gegen Randy Orton, war es jetzt unbedingt wichtig zu zeigen, dass Randy Orton als World Champion zu schlagen ist und dass er gegen Random Mid-Carder gewinnt. Denn Kofi hat dieser Sieg gar nichts gebracht. Der Sieg war eigentlich, oder in dem Sinne eigentlich in, keine Ahnung, es gab nur Verlierer, wenn man so möchte. Ja. Na gut, ich meine, Kingston hat es jetzt nicht geschadet, aber doch nicht. Er ist genau da, wo er vorher war, wo er letztes Jahr war, wo er vor 4 Jahren war. Und da gibt's noch eine nette Anekdote. Es gibt so einen Typen im Internet, der immer den Straight Champion gehört. Hast du das gehört? Nein. Fand ich ganz interessant. Der hat schon, seitdem der WWE Championship eingefangen wird, ich glaube, er macht das für mehrere Titel, er geht davon aus, dass Titel auch bei Non-Title-Matches wechseln und dass Titel auch bei DQ und Auszählen wechseln. Und dann führt er einfach eine Statistik, wenn jetzt also ein Champion in einem Non-Title-Match, also wenn Randy Orton hätte das bei seinen Niederlagen den Titel an Kofi Kingston verloren. Ja. Weißt du? Und der macht das seit Anbeginn der Zeit und macht das halt immer, hat das immer durchgerechnet. Bei einer Hausshow ist der Titel dahin gewechselt und dann, keine Ahnung, hatten halt Leute wie Terry Funk und so den WWE-Titel schon und der WWE-Titel war halt mal in Japan und dies und da. Und wenn man das alles zurückgefolgt, wer wäre dann im Moment Champion? Wer ist praktisch der rechtmäßige WWE-Champion? Ich tippe jetzt auf Daniel Bryan, aber... Nein, Wade Barrett. Nee, Daniel Bryan, so darfst du gar nicht denken. Der Titel ist ja dann über zehntausende Umwege dahin gekommen. Ja, also aber hat er nicht... Der vorletzte Champion wäre jetzt einfach nicht John Cena gewesen oder Daniel Bryan gewesen, sondern der wäre irgendjemand anders gewesen. Ach so. Quasi ja, in den 70er Jahren schon irgendwie von Ric Flair zu Terry Funk gewechselt ist und Terry Funk dann
sein nächstes Match, das er verloren hat, irgendwo in Japan war, war der Titel dann in Japan und nicht mal bei WWE. Und war, ach so, ja klar. Wenn du das zurückverfolgst, im Moment der Welt ja gar nicht, ja genau. Aber wann hatte Wade Barrett denn sein letztes Match? Keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, wer der Champion vorher war. Es könnte durchaus sein, dass der Champion vorher dann Kofi Kingston war. Und dass Barrett dann Kofi Kingston als aber hätte man Barrett dann verloren nicht, den Titel abnehmen müssen, weil er ihn 30 Tage nicht verteidigt hat? Ja, das zählt ja dann wieder nicht. Aber finde ich eine ganz interessante Statistik eigentlich. Okay. Müsste man mal gucken. Ich glaube, irgendwie so Straight Champion oder irgendwie so heißt das. Also wenn es wirklich geradlinig gebucht wäre und wenn es sowas wie DQ und Non-Title-Matches nicht geben würde. Ja. Ja, dann kam ein Promo-Video zu dem nächsten WWE Studios Film Oculus. Ich hab mir die Promo angeguckt und fand es gar nicht so katastrophal. Ich hab's mir gespart. Ja, muss man nicht gesehen haben, aber es spielt kein WWE Superstar mit und ich glaube, das ist ein Win. Sieg! Kein Demis, kein Randy Orton, kein Daddy Biasi in irgendeiner schlechten Rolle eines amerikanischen Superhelden. Win! Eindeutig, kann nur eines der besseren Filme werden. Ja, und dann kam es zum ewig langen Main Event. Ich merke, das war schon, das Segment begann schon in ja, wie nennt man es auf Deutsch, im Oberwahn, in der Überziehung. Und das dauert die Show war praktisch schon vorbei, als das Segment erst begann. Dass man bei 3 Stunden es nicht auf die Kette kriegt, um Zeit oder? Zu bleiben, ne? Das ist Wahnsinn. Warte mal, wie lange ging die Show? Ich glaube, 2,28 netto oder irgendwie so, ne? Also ja. Mal eben 15 Minuten mehr als üblich, so 10 bis 15. Jedenfalls war Triple H im Ring, hat Daniel Bryan hinzugerufen und hat gesagt, hey, alles nicht persönlich und es war nur best for business. Er hat die Entscheidung getroffen, die er auch heute noch für richtig halte, hat ihn dann gelobt, dass jeder andere kleine Zwerg schon längst aufgegeben hätte, er steht aber immer noch da. Trotzdem wird er das Yes Movement bla 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 beenden, er wollte ihm die Hand schütteln, Daniel Bryan wollte ihm nicht die Hand schütteln. Und er werde dann bei WrestleMania ihn zerstören. Und Stephanie kam raus, hat sich beschwert, hat gejammert, hat Polizei dabei, die kam in den Ring. Daniel Bryan auf den Boden gedrückt, Polizeigewalt halt, ne, mit Handschellen gefesselt, mit Schlagstöcken am Boden gehalten. Wortgefecht zwischen Hunter und Stephanie, wo man schon gesehen hat, dass das alles nur Fake ist, weil Hunters Gesichtsausdruck ein wenig unpassend war. Ja, und dann kam Hunter wieder in den Ring, meinte hier, ich habe unter Kontrolle, verschwindet wieder, ihr seid ja eh alle nur Fake-Cops. Das fand ich dann sogar mal ganz lustig. Und dann fing er an, Daniel Bryan ewig lange, der immer noch Handschellen gefesselt war und sich dementsprechend nicht wehren konnte, zu verprügeln. Nach gefühlten 20 bis 30 Minuten ging es dann ein bisschen härter zu. Er prügelte ihn aus dem Kommentatorenpult. Er hielt ihn fest, so dass Stephanie ihn schlagen konnte. Bryan meinte dann halbtot immer noch, oh, du schlägst wie ein kleines Mädchen. Dann wurde Bryan an den Ringpfosten gelegt mit dem Kopf. Triple H schnappte sich einen Stuhl, schlug Bryan gegen den Kopf. Wahrscheinlich hat er aber nur den Ringpfosten getroffen, will ich zumindest mal hoffen. Ja, ja. Im Ring gab es dann noch den Pedigree und Ende Gelände. Also die Umsetzung, muss ich gleich sagen, war gut. Man hat natürlich Triple H hier sehr stark dargestellt, nach der letzten Woche, wo Bryan die Oberhand hatte. Er hat richtig Aggressivität reingebracht, er hat es auf eine sehr persönliche Ebene gebracht. Ob es jetzt wirklich so viel Hunter in der Show bedurft hätte, na, eher weniger, aber wie gesagt, die Umsetzung fand ich gut, auch wie Stephanie da wirklich als Kreischetante die ganze Zeit da wie so eine hysterische Kuh da am Rumschreien war. Ich fand es nur etwas gefährlich mit den Handschellen, weil Bryan ja wirklich überall mit dem Kopf voran reingedonnert ist, dass man da jetzt wirklich 3 Wochen vor WrestleMania noch eine Gehirnerschütterung zumindest in Kauf nimmt. Also erstens Punkt ist, im Grunde muss man doch Bryan jetzt erstmal aus den Shows schreiben. Ja, mindestens eine Woche, also für SmackDown sowieso, aber eigentlich auch nächste Woche bei Raw. Also zumindest darf er bei Raw nächste Woche nicht wrestlen. Ja. Also das wäre absolut unglaubwürdig. Ich meine, ich weiß, wo man das Segment war zweckerfüllend. Ich weiß, wo man damit hin will. Es war mir einfach ein bisschen zu lang. Ich fand den Beatdown vielleicht auch, weil ich schon wusste, dass es so lang wird.
Weil es passierte halt überhaupt nichts, sondern er boxte ihn, er schlug ihn, er schleuderte ihn rum und es passierte irgendwie nichts. Und ich dachte mir, meine Güte, jetzt pack doch mal irgendwie einen Move aus, das hat beendet. Der Vorteil daran war halt einfach, dass es hier mal war, dass Hunter Bryan nicht beerdigt hat durch Worte und durch Herablassung, und sondern dass es hier einfach deutlich zu ersehen war, dass es hier der feige Hill war, der sich in einem fairen Kampf nicht stellt, sondern einfach nur unfair durch fiese Tricks. Und das ist dann ja wieder in Ordnung. Das ist ja vollkommen okay, dagegen sagt ja niemand was. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man es jetzt durchzieht, bei WrestleMania darf es in diesem Triple H gegen Hunter Match überhaupt gar keine Frage geben, wie das Match ausgeht. Es darf nicht ausgehen mit den Unentschieden, also Hunter gewinnt sowieso nicht, wenn man nicht Daniel Bryan beerdigen will. Es darf nicht ausgehen mit den Unentschieden, mit einer doppelten DQ, mit irgendeinem Kram. Es darf nicht ausgehen mit durch eine DQ, durch einen Countout. Es darf nicht mal ausgehen durch hier so ein Ablenkungsfinish, soll heißen, Vince oder Stephanie McMahon steht auf dem Ringrand und kollidiert dann mit Triple H, und Triple H dreht sich rum und dann kommt ein Einroller oder kommt das Running Knee. Im Grunde muss dieser Opener damit enden, dass Triple H im Opener? Oder wird ja wahrscheinlich fast der Opener werden. Zweites Match, drittes Match, was auch immer. Hier würde in meinen Augen wirklich ein klassisches Steel Cage Match gut passen. Nur Pinfall und Submission. Keine Eingriffe von außen. Eigentlich dieser typische alte Käfig natürlich, aber. Ich sehe schon, es endet dann so, dass es irgendwie eben auch so ein Halbeingriff finisht. Also nicht ganz clean, aber nicht unclean. Und dass dann Triple H ganz knapp nicht aus dem Running Knie auskickt. Also so praktisch bei 3,5. Reißt die Schulter. Und sich dann hinterher noch selber ins Main Event buckt. Ja, genau so ungefähr. Aber ich bin der Meinung, eigentlich kann das nur per Aufgabe, per Submission ganz klar im Ring enden. Und dann kannst du sagen, okay, Daniel Bryan hat ein bisschen Rache genommen. Ansonsten war Bryan oder Hunter war einfach in den letzten Monaten so dominant und auch weiterhin, dass es eigentlich fast gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und mittlerweile muss man ja ganz deutlich sagen, dass es auch keinen Grund mehr gibt, Bryan da nicht hinzubucken. Nee. Ihn nicht an die Spitze zu bringen. Ratings steigen in seinen Segmenten. Er verkauft Ratings. Ich fand ja diese Diskussion damals interessant, als es hieß, wenn du die Hausshow-Zahlen vergleichst, dann ziehen John Cena und Randy Orton mehr Besucher zu den Hausshows als Daniel Bryan. Da dachte ich mir so, Leute, bei der einen Hausshow hast du im Main Event, so schon seit Monaten mittlerweile, John Cena gegen Randy Orton. Und die treten zum Beispiel jetzt am Wochenende, war es so, in Dallas, Texas an. Und zeitgleich hast du Daniel Bryan gegen Kane im Main Event. Und die treten in Cedar Rapids, oder wie heißt dieses Nest an? Auch in Texas. Cedar Rapids, Kalifornien. Cedar Rapids. Ist das nicht Kalifornien? Cedar Rapids? Nee, auch Texas. Oh. Da dachte ich mir, was ist das für ein Vergleich? Das ist etwa so, als wenn die einen in Köln antreten und die anderen in Bochum. Es sind beides Großstädte, aber letztendlich ist klar, wo mehr Leute sind. Eindeutig. Und deshalb ist dieser Vergleich hinkt für mich absolut. Ich muss für mich hier aber sagen, dass man, nachdem man wirklich jetzt 6 bis 7 Monate immer die gleiche Scheiße gefahren hat, zumindest jetzt kurz vor WrestleMania noch so ein bisschen die Kurve kriegt und der Fehde noch mal ein paar neue Elemente gibt, die mich dann doch noch mal ein bisschen reizen, dem Match entgegenzufiebern. Was mich immer wieder orientiert, ist auch ich glaube, dieses Mal war es so schlimm, wie es noch nie war. Im Opening-Segment war Hunter eigentlich fast Face. Ja. Weil im Grunde, so wie er dort verbal Orton und Batista zerstört hat, war einfach ganz klar, dass die meisten Leute auf seiner Seite waren. Und im Main-Event war er dann genau das Gegenteil davon. Also ja, das ist halt auch das, was sie seit Monaten anprangern, dass er keine wirklich feste Rolle eingenommen hat. Ja. Sich nicht so komplett positioniert hat. Mal Face, mal Heel, mal völlig neutral und... Und ganz noch ein ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob die Hörer mitbekommen haben. Randy Orton wurde bejubelt. Und zwar, als er Batista den RKO verpasste. Ja. Und dann auch ein Match gegen Bryan. Er hat sich dann auch hingestellt und es gab tatsächlich Jubel. Wahrscheinlich, weil er halt auch im Anfangssegment eine ordentliche Leistung gezeigt hat. Andererseits gab es auch bei der Batista-Bomb One More tatsächlich Chance. Aber es ist halt auch wirklich immer sehr stark vom Publikum abhängig. Finde ich faszinierend, wie unterschiedlich die von Stadt zu Stadt teilweise sind. Aber ja. Ja, Jens, Fazit? Es gab wieder, wie auch schon letzte Woche, nicht das ganz herausragende Match, fand ich.
Ja, lass mich überlegen. Ja, nee. Das war tatsächlich, das letzte herausragende Match war damals White Family gegen Shield. Also ähnlich wie letzte Woche. Dafür von den Segmenten her, obwohl, nee, letzte Woche gab es das Occupy Raw Segment, was ich auch richtig großartig fand. Also im Grunde fast ähnlich wie letzte Woche, würde ich das einsetzen. Ist fast eine Schablone irgendwie. Also ich würde auch wieder so sagen, 6-7 Punkte. War in Ordnung. Andererseits muss man sagen, es gab wenig, was wirklich genervt hat. Diesmal ganz wenig, was wirklich genervt hat. Ja, Hornswoggle und die Dieben vielleicht irgendwie. Aber ansonsten hielt sich noch in Grenzen. War sonst meistens schlimmer. Ja, es war fast sogar erträglich, wie Cole und Lawler, Cole und JBL sich bei Brian angebitscht haben. Ja. Also es war weniger als die letzten Wochen, auch wenn es mich immer noch tierisch genervt hat. Aber ja, so also 7 Punkte kann man, denke ich, schon geben. Man kann muss jetzt darüber sagen, wenn man auf der Road to WrestleMania ist, ob es ausreicht, darüber kann man streiten. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Man kann jetzt auch darüber diskutieren, ob wirklich so viel Authority und Brian in den Shows wirklich jetzt nötig ist. Bei 3 Stunden gut, aber man hätte es auch ein bisschen, aber man hat halt nichts anderes, ne? Undertaker und Lesnar Heyman findet so irgendwie nebenher so statt. The Shield ist irgendwie noch da. Wyatt gegen Cena ist einmal pro Show, ohne jetzt irgendwie sonderlich im Fokus zu sein. Das zeigt ja dann auch schon ungefähr, welche Platzierung das Match auf der Karte haben wird. Ich hoffe nur, dass Bray Wyatt gewinnt. Ey. Oh, ich glaube nicht dran, aber ich hoffe es. Interessant, also sehr interessant finde ich eigentlich, dass man so viel Sendezeit hat, dass man es nicht irgendwie auf die Reihe bekommt, so alle Matches so ein bisschen episch zu gestalten. Das schafft man einfach nicht. Das hatten wir aber letztes Jahr auch schon nicht geschafft. Es wirkt dann vieles sehr gezwungen und sehr viel gegeben. Also so heißt es, ist halt wie es ist und wir machen das jetzt und bauen mit Segmenten drauf auf. Aber dass man richtig Spannung erzeugt, ist irgendwie ganz selten der Fall. Also bei Brian und diesem ganzen Main Event schafft man es momentan ganz gut. Aber bei White gegen Cena, das ist so plätschernd, Shields ist so plätschernd. Es ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber ist es jetzt wirklich, dass du sagst, das ist WrestleMania-mäßig und du fieberst drauf hin? Es ist halt einfach, Cena hält seine Promos im Ring immer im gleichen Tempo, immer im gleichen Rhythmus, erzählt immer den gleichen Schmarrn. Bray Wyatt kommt über den Titantron, irgendwo aus einer dunklen Gasse, hat man immer so das Gefühl. Ja. Es läuft halt nebenher, ohne jetzt wirklich so der direkte Fokus zu sein. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt auch schwer vorstellen, dass man die beiden jetzt gleichzeitig im Ring eine Promo halten lässt, weil da wird Cena dann richtig abstinken. Ja, es ist halt. Ja, weil die Art und. Klar, Cena ist gut in Promos, er kann auch, wenn er möchte, improvisieren, aber so wie er im Moment seine Promos hält, auch inhaltlich, da ist er einfach unterlegen. Das Problem ist, es fehlt ein bisschen die Würze. Irgendwie. Ja. Es müsste noch ein bisschen deutlicher als kennen zu sein, dass Bray Wyatt diese böse Seite aus Cena herauskitzeln will. Ja, aber die böse Seite das ist irgendwie nicht der Fall. Ja, aber Bray will ja beweisen, dass er und dass er ein Heuchler und ein Lügler ist. Ja, da müsste man aber auch beweisen. So andeuten, dass Cena dann zumindest irgendwie so in die Versuchung kommt, die böse Seite freizulassen. Ne? Ja, ich sag ja, und das fehlt ja. Ja, ein bisschen mehr provozieren. Eben, und dass Wyatt das irgendwie versucht zu provozieren, wie auch immer. Ja, indem er zum Beispiel Cena bei irgendwelchen Matches ablenkt oder Backstage irgendwie vielleicht Nikki Bella ein bisschen einschüchtert. Ja, noch nicht mal einschüchtert, aber irgendwie kann er einem so Intrigen streuen oder irgendwie sowas in der Art. Fällt jetzt auch nicht spontan ein, aber es sollte es ja Möglichkeiten geben. Oder, keine Ahnung, eben so anzudeuten, dass Cena irgendwie Brian aus dem Titelgeschehen pushen könnte, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, für Cena im Main Event zu stehen und um den Titel anzutreten. So, weißt du, so offen Dinge. Das wenn dann Cena ernsthaft drüber Menschengimmick von Cena zu zerstören. Ja, genau. Durch irgendwelche Taten. Und nicht nur durch Reden. Ja. Naja, aber gut. Offenbar möchte man das nicht. Machen wir Schluss für heute, ne? Ja. 2 Raw-Ausgaben noch, dann ist es soweit. Genau. Und für euch schon mal eine Ankündigung. Ich kann noch nicht genau versprechen, wann, aber es wird auf jeden Fall im Laufe dieser Woche noch eine Review zur ersten Folge der neuen Total Divas Staffel geben. Also, yay. Haltet euch bereit und in diesem Sinne einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.